Ich möchte euch gerne ein Rezept vorstellen für eine Pizza, die ein bisschen anders ist, als man sie sonst kennt. Sie wird nämlich in einer Springform oder in einer höheren Pfanne gebacken. Sie wird so gebacken, dass man keinen gleichmäßigen glatten Teig unten hat, sondern eher Teighügelchen. Und sie ist besonders saftig. Also im Gegensatz zu American Pizza hat sie nicht nur einen dicken Boden, sondern der Boden ist richtig schön saftig, wie ihr auch sehen könnt. Man würde denken, der Teig ist noch feucht. Das stimmt aber nicht, der ist wirklich super gut durchgebacken. Der Boden ist einfach nur so saftig. Und wenn ihr wissen möchtet, wie man die herstellt und zubereitet, dann bleibt doch dran und viel Freude beim Videoschauen. Natürlich beginnen wir mit dem Teig. Wir brauchen dafür 400 Gramm Mehl. Ich verwende ein glattes, feines Mehl. Ihr könnt aber auch ein universelles verwenden oder ein Pizzamehl. Zu dem Mehl geben wir ein ganzes Päckchen Trockenhefe, also Trockengerm. Oder wenn ihr frische Hefe oder frisches Germ verwenden möchtet, dann einen halben Würfel. Außerdem ein Teelöffel Salz. Ich verwende ein Meersalz. Deswegen brauche ich nicht so einen ganz großen Teelöffel, da reicht ein kleinerer. Es gibt ja sehr kleine Löffel. Ich glaube, das sind so Mokkalöffel und richtige Teelöffel. Also das, was ich verwende, ist ein Mokkalöffel, weil ich Meersalz verwende und das sehr salzig ist. Aber wenn ihr so recht schwaches Salz verwendet, dann könnt ihr ruhig einen guten Teelöffel verwenden. Ihr könnt das nun schon kurz vermischen. Eigentlich bin ich kein großer Ölfan im Pizzateig. Aber bei der Bubble Up Pizza ist es wirklich vom Vorteil, denn wir können sie später gut aufteilen, sie bleibt nicht in der Form kleben und deswegen geben wir 20 Gramm Olivenöl zum Mehl hinzu. Ihr könnt auch, wenn ihr Olivenöl nicht gerne habt oder nicht zu Hause habt, natürlich auch Sonnenblumenöl verwenden, Rapsöl, Maiskeimöl, einfach ein Öl, was ihr da habt und Kokosöl würde ich euch nicht empfehlen, halt ein Öl, was flüssig ist und was nicht erst warm gemacht werden muss, um flüssig zu werden. Ohne Wasser kriegen wir nichts hin, deswegen brauchen wir noch Wasser. Ihr könnt gleich schon lauwarmes verwenden, dann kann der Germ oder die Hefe besser arbeiten. Sollte aber nicht zu heiß sein, also am besten unter 40 Grad. So 37 Grad, aber meins ist glaube ich nur 25 Grad, also halt nicht mehr kalt und nicht warm. Und davon 200 Gramm. Nun habt ihr die Wahl, den Teig mit den Händen zu verkneten, zu verrühren, in eine Küchenmaschine zu geben. Oder in den Thermomix könnt ihr natürlich auch den Teig geben und dort kann er für 3 Minuten in der Teigknetstufe verkneten. Das ist eure Entscheidung, da ist wirklich niemandem etwas vorgeschrieben. Wichtig ist halt nur, der Teig soll gut verkneten werden, also mindestens 3 bis 5 Minuten. Auch wenn ihr den im Thermomix macht oder in der Küchenmaschine nochmal kurz händisch nachkneten, aber das zeige ich euch gleich. Denn ich gebe meinen Teig auch kurz in den Thermomix und dann zeige ich euch gleich, was ich noch meine damit mit weiterkneten. Mein Teig ist nun fertig verkneten. Und sieht so aus. Und ihr seht es schon, die Stücke sind halt, sie sind gut vermengt, aber sie gehören halt nochmal mit der Hand nachgekneten. Und ich finde es auch ganz schön, denn so kann man feststellen, ob noch Flüssigkeit fehlt oder ein bisschen Mehl fehlt. Ist es zu trocken? Ist es zu feucht? Und deswegen gehen wir den jetzt mal wieder in die Schüssel zurück. Was ich euch schon mal sagen kann, also es ist kein Teig, der lange festklebt. Schaut mal, der ist komplett rausgekommen. Hier sind noch 2, 3 kleine Stückchen. Aber ansonsten ist es kein Teig, der wirklich schwer aus Küchenmaschinen rausgeht. Es gibt ja wirklich Teige, die sitzen dann unten fest und gehen einfach nicht raus. Nun müssen wir mit sauber gewaschenen Händen nachkneten, um zu schauen, ist der Teig schön, um eine Kugel zu formen und natürlich um ein Gefühl zu bekommen, ob der Teig zu fest ist. Falls ihr das Gefühl habt, euer Teig benötigt noch ein bisschen Wasser, was natürlich sein kann, denn es hängt immer stark von der Mehlsorte ab, ob ihr noch ein bisschen mehr hinzugeben müsst oder vielleicht sogar zu viel genommen habt, dann könnt ihr nämlich einfach erstmal eure Hände anfeuchten und quasi das feuchte Wasser von euren Händen einkneten, weil ganz oft reicht das schon aus. Ich habe jetzt meine Hände wirklich nur ganz wenig angefeuchtet und knete jetzt nochmal gut das Wasser unter. Und wenn es dann nicht reicht, dann einfach so weitermachen, bis euer Teig schön geschmeidig ist, nicht mehr zu fest ist, aber halt auch nicht zu flüssig ist. Das ist dann auch nicht schön. Mein Teig habe ich nun 3, 4 Minuten noch händisch nachgekneten. Ich habe kein Wasser mehr hinzugegeben, einfach ordentlich gekneten. Und das macht so viel aus, dass wenn ein Teig gut gekneten ist, dass es einfach später viel besser im Ergebnis wird. Und auch es sich viel leichter verarbeiten lässt. Nicht nur bei Pizzateig, auch bei Nudelteig ist es wirklich so, je länger man knetet, desto schöner wird der Teig.
Unser Teig sollte nun ein bisschen gehen und Ruhe haben, eine Stunde an einem warmen Ort. Also ich lasse ihn gleich in der Küche, ansonsten könnt ihr ihn aber auch irgendwo hinstellen, wo er ungestört ist und es warm hat, ungestört, damit niemand anders rangeht. Und natürlich ist es am besten, dass ihr ihn abdeckt. Ihr könnt entweder ein Küchentuch verwenden oder etwas Zebrapapier, was ihr feucht macht. Ich mache das mit Zebrapapier. Das habe ich einfach kurz ein bisschen feucht gemacht und lege es dann drüber. Und lasse meinen Teig dann einfach in Ruhe. In der Zwischenzeit kann man die Zeit anderweitig verbringen. Ich werde ein bisschen die Küche aufräumen und schon mal die ganzen Zutaten raussuchen für den Belag und für die Soße. Nach einer Stunde sollte unser Teigvolumen sich ungefähr verdoppelt haben. Und ich habe schon in der Zwischenzeit eine ofenfeste Form rausgesucht. Ihr könnt auch eine Pfanne nehmen oder eine Springform und einfach ein Stück Backpapier zugeschnitten. Müsst ihr nicht machen, ich mag es allerdings lieber. Fragt mich nicht wieso, ich mache es halt einfach immer und ist nicht notwendig. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr es natürlich auch machen. Den Teig müssen wir nun formen, damit er auch in unsere Form passt. Und im Gegensatz zu runden, normalen Pizzateig rollen wir ihn nicht aus, sondern wir rollen daraus erstmal eine Wurst, eine Rolle und schneiden dann Stücke ab. Wenn ihr merkt, euer Teig ist unten ein bisschen feucht, könnt ihr schon mal etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben. Dann könnt ihr einmal nochmal alles verkneten. So ein bisschen reicht schon. Und dann einfach lang rollen. Am besten von der Mitte mit leichtem Druck nach außen arbeiten. Wenn unten sich ein bisschen Teig auflöst, ist es nicht schlimm. Das macht gar nichts. Ihr könnt auch zwischendurch ein bisschen ziehen. Das geht natürlich auch. Und dann immer wieder rollen. Und dann schneiden wir Stücke ab. Die Stücke sollten so 3 bis 4 cm dick sein. Nun nehmt ihr euch immer ein Stück und formt es so ein bisschen rund. Und gebt es dann einfach auf den Boden. Was vielleicht interessant für euch ist, ursprünglich ist das Rezept mal entstanden für diese Frühstücksbrötchen. Die kennt ihr vielleicht, die sind so in Rollen und die waren meistens schon so rund. Deswegen hat man diese Form bei der Bubble Up Pizza. Aber ich dachte mir, es ist einfach schöner, selbst einen Teig zu machen. Sind hier ein paar Löcher drin, ist es nicht schlimm. Einfach auch in die Form geben. Nun habt ihr hier noch Lücken. Der Teig geht zwar auf, aber da wir noch ein bisschen Reste haben, könnt ihr hier auch noch mal kleine Stückchen abschneiden und das dann in die Lücken füllen. Das Schöne ist nämlich bei der Pizza, sie muss nicht perfekt aussehen, also sie muss nicht gleichmäßig überall die gleiche Teigdicke haben. Sie sollte natürlich nicht hier bis dort oben sein und hier unten einfach nur einen Zentimeter bedecken, aber ihr müsst nicht komplett richtig arbeiten und gleichmäßig. Die Springform sollte übrigens eine Größe von 26 bis 28 cm Durchmesser haben. Meine hat einen Durchmesser von 26, deswegen habe ich ein bisschen Teig übrig, den ich jetzt in die Ecken stopfe. Wenn ihr allerdings eine Springform mit 28 cm Durchmesser nehmt, habt ihr nicht diesen Teig übrig. Dann habt ihr gleich eure gleichmäßige Fläche. Meine Form ist nun gefüllt, wie ihr sehen könnt. Der Teig kann jetzt noch ein bisschen ruhen. In der Zeit machen wir die Soße und ich zeige euch, welche Zutaten drauf kommen. Auf meine Pizza. Bevor wir nun anfangen mit der Soße, die sehr, sehr schnell geht, heizt bitte schon mal den Ofen vor, 180 Grad Ober- und Unterhitze. Wir brauchen passierte Tomaten, 400 Gramm und müssen die natürlich würzen, weil es wäre einfach nicht so lecker, wenn wir die direkt auf den Teig geben. Deswegen fangen wir an mit ein bisschen Salz. Ich verwende wieder mein Meersalz und davon so einen halben kleinen Teelöffel, eine kleine Prise Zucker. Den Zucker gebt ihr nur hinzu, wenn eure passierten Tomaten so eine leichte säuerliche Note haben. Es gibt aber auch welche, die sind schon sehr süß, da braucht ihr den Zucker nicht hinzugeben. Ich gebe immer noch gern ein bisschen Chili hinzu. Da die Kinder aber mitessen, natürlich nicht ganz so viel. Obwohl mein Großer schon ordentlich scharf ist, aber meine Kleine ist nicht so gerne scharf. Deswegen nur so ein bisschen Chili-Flöckchen. Dann könnt ihr schauen, was möchtet ihr an Kräutern haben. Ich habe mich für Majoran und Oregano entschieden. Und davon circa einen Esslöffel. Auch Knoblauch könnt ihr reinmachen, Zwiebelgranulat oder ihr könnt Zwiebel klein schneiden und mit reinmachen. Ich belasse es so, aber ihr könnt das wirklich so erweitern, wie ihr möchtet. Nun einmal umrühren, bis ihr alles vermengt habt miteinander.
Ich habe jetzt eine Rührhilfe, deswegen kann ich euch kurz erzählen, was ich so als Belag auf meine Pizza gebe. Wir haben uns entschieden für Mais, Paprika, einmal grün und rot, damit wir so einen schönen Farbkontrast haben, Champignons aus der Dose und Oliven schwarze. Ihr könnt natürlich auch frische Champignons verwenden, aber die Kinder haben auf der Pizza einfach lieber welche aus der Dose. Deswegen verwenden wir die so. Und hier habe ich einen veganen Pizzakäse. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Käse eurer Wahl verwenden. Ungefähr 150 Gramm braucht ihr davon. Was ihr beim veganen Käse beachten solltet, erkläre ich euch gleich noch, denn da gibt es einen kleinen Trick, wie er besser schmilzt. Wenn ihr normalen Käse verwendet, könnt ihr natürlich auch den Trick anwenden, dass einfach sehr lecker auf der Pizza so wird. Müsst ihr aber nicht machen. Die Soße wurde gut von der Helferin umgerührt und ihr könnt sie nun verteilen auf eure Pizza. Wir sparen nicht an der Soße, da unsere Bubble Up Pizza wirklich von viel Soße lebt und sie die ordentlich aufsaugt, denn nachher haben wir so kleine Brötchenstücke und die sind dann wirklich schön saftig. Gießen geht auch schneller, da müsst ihr euch nicht so abmühen mit den Löffeln. Einmal alles gut mit Soße bedecken, auch hier unten natürlich. Nun folgt der kleine Trick, und zwar habe ich festgestellt, dass einfach Käsealternativen besser schmelzen, wenn sie Flüssigkeit unter sich haben. Das heißt, wir geben den Käse gleich auf die Tomatensoße. Da ist euch überlassen, möchtet ihr nur 50 Gramm Käse drauf haben, 150 Gramm Käse, möchtet ihr wie ich eine Alternative wählen, die auf Mandelbasis besteht, oder möchtet ihr Mozzarella verwenden, Gouda, Emmentaler, das ist komplett euch überlassen. Verwendet auch einfach das, was euch schmeckt und was alle gerne essen bei euch in der Familie. Wenn ihr das alleine isst, habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr komplett alles nach euren Belieben abstimmen könnt und einfach alles draufgeben könnt, was ihr gerne mögt. Ihr könntet natürlich auch die Hälften aufteilen, dass ihr sagt, das ist meine Hälfte, das ist die Hälfte von jemand anderen. Wir haben zum Beispiel auch noch vegane Salami im Kühlschrank, die eigentlich sich gut auf der Pizza machen würde. Aber komischerweise essen wir so eine Alternativen immer weniger, dass wir selbst da lieber mit Gemüse die Pizza belegen, anstelle so eine vegane oder vegetarische Salami drauf zu geben. Aber auch wenn ihr Fleisch esst, könnt ihr natürlich Schinken drauf geben, ihr könnt Thunfisch drauf geben, ihr könnt Ananas drauf geben, wie ihr möchtet. Nun haben wir hier unseren bunt zusammengestellten Gemüseteller und das muss natürlich jetzt auch noch auf die Pizza rauf. Eigentlich gibt es keine Reihenfolge, mit was man anfängt, und ihr seht schon, eigentlich ist man da fast überflüssig, weil es einfach Kinder gibt, die sehr gerne mithelfen. Also ihr könnt bei dem Rezept auch super eure Kinder einbeziehen. Die sind nämlich sehr begeistert vom Dekorieren und vom Belegen der Pizza und haben damit sehr viel Spaß. Das ist nun unser Endergebnis, vorerst, bevor es in den Ofen kommt. Wir sind sehr zufrieden damit und finden, es sieht richtig schön aus. Und vor allem ist es doch immer schön, wenn ihr eure Kinder mit in die Küche holt und sie auch Spaß haben, sie die Lebensmittel kennenlernen und einfach dann stolz sind, wenn sie auch mithelfen können und etwas zubereiten können, was sie nachher essen. Ist euer Ofen fertig vorgeheizt, geben wir die Pizza für 25 bis 30 Minuten rein und dann sehen wir uns auch wieder und ich zeige euch, wie unsere Pizza gebacken aussieht. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch Käse draufgeben, Mozzarella draufgeben, was ihr möchtet, auch nochmal oben. Aber wie gesagt, ich habe es euch ja kurz erklärt, warum ich meinen Käse über die Soße und unter die feuchteren Zutaten gebe, einfach damit es besser schmilzt. Die Pizza ist nun fertig gebacken. Ich lasse sie noch so 2 bis 5 Minuten auskühlen, hole sie dann aus der Form raus, also nicht komplett, sondern ich schneide immer Stückchen und kann sie dann aus der Form heben, am besten mit einem Pfannenwender, und dann kann man sie schon essen und was übrig bleibt, kann man entweder später warm machen oder auch kalt genießen. Ganz viel Freude beim Nachbacken, beim Essen, beim Probieren und bis zum nächsten Video. Tschüss!